zu mir kuscheln? Obi! Komm zu mir! So. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in Ilias Welt. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich komme gerade von der Schule und es ist schon ein bisschen dunkel draußen. Das ist um die Jahreszeit so, ich komme nach Hause, wenn es dunkel ist, und ich verlasse mein Zimmer, wenn es dunkel ist. Das Gute daran ist, ich muss einfach nie die Vorhänge auf und zu machen. Das finde ich ganz schön praktisch. Jedenfalls, ich komme gerade von der Schule und ich dachte mir heute, ich mache einfach eine After-School-Abendroutine. Also eine Abendroutine während der Schulzeit eigentlich sozusagen. Okay, Baba, Bibi. Um euch einfach zu zeigen, wie mein Leben derzeit so ausschaut, weil ich bin jetzt doch in der letzten Klasse, also in der Abiturklasse, Maturaklasse, wie man halt es nennen möchte. Und da schaut das Ganze schon ein bisschen anders aus, weil Thomas zum Beispiel, der kommt immer so um 13 Uhr, glaube ich, schon nach Hause. Der hat schon recht früh Schule aus. Abend, wenn sie tanzen hat, hat sie ein bisschen länger, aber sonst hat sie auch immer nur bis 16 Uhr Schule oder so. Aber bei mir, weil ich ja doch noch in der Schule lerne und wir uns auch untereinander in der Klasse halt unterstützen und viele Leute auch noch näher bei der Schule wohnen und auch noch länger Zeit haben, dass wir uns da ein bisschen helfen. Aber das Erste, was ich immer mache, wenn ich nach Hause komme, ist erstmal umziehen, weil ich bin mit diesen Klamotten heute schon U-Bahn gefahren und in der Schule gesessen und habe ganz viele Leute umarmt. Deswegen möchte ich das einfach gerne einmal alles loswerden. Und das, was ich jetzt anziehen werde, das befindet sich jetzt schon hier im Hintergrund und ich freue mich schon den ganzen Tag drauf, das endlich wieder anzuziehen. Also ich habe mir jetzt hier meinen Ilia Wears Pulli angezogen. Feature Chili, sie ist auch mit dabei. Ah, Baby, genau, du magst den Pulli, gell? Ja, du liebst diesen Pulli. So, hopp. Genau, den habe ich jetzt hier an. Der hat auch innen nochmal zum Zeigen dieses ganz kuschelige Innenfutter, was ich jetzt halt für die Übergangszeit und für die Weihnachtszeit einfach komplett liebe. Und dazu habe ich eine passende Weihnachtshose schon angezogen. Ready for Christmas. Weil ich kann es kaum erwarten, bis endlich Weihnachten ist. Aber ja, genau. Und in diesem Outfit werde ich mir jetzt erst... Ich brauche eine neue Lampe, die ist schon ein bisschen zu tief für mich. In diesem Outfit werde ich mir jetzt einfach was zum Essen machen. Komm, Baby, wir machen was zu essen! So, jetzt sind wir in der Küche angelangt und jetzt kommen wir zum Abendessen. Also ich bin eine Person, die gerne frühstückt, manchmal mehr, manchmal weniger, kommt drauf an, ob ich einen Hunger habe oder nicht. Und zum Mittag esse ich auch ganz normal, vielleicht danach noch ein bisschen. Wenn ich jetzt nicht so unbedingt viel Hunger hatte zum Mittag, dann kaufe ich mir oder hole ich mir danach halt eben noch was. Aber am Abend brauche ich jetzt nicht nochmal das allergrößte Gericht und 5-Sterne-Gang und was weiß ich noch alles. Da habe ich einfach gern was Kleines, Feines. Und ich war einfach diese Person früher als Kind, die bei einer Salatschüssel immer das restliche, letzte Essig- und Öl-Mischmasch getrunken hat. Weil ich fand das einfach immer super lecker und das habe ich mir auch irgendwie wie so einen kleinen Tick vielleicht, kann man das so sagen, beibehalten. Und liebe es einfach immer noch Dressing zu essen, einfach mit Brot oder so. Und das werde ich auch heute machen, weil ich habe neue Dressings zum Ausprobieren vom Fass. Und zwar einmal wirklich crazy Sorten, einmal Quittenbalsamessig. Also ich weiß nicht, was Quitten sind, aber es klang einfach interessant. Dann Kakaofruchtbalsamessig, ein Johannisbeerbalsamessig und Wildmango-Balsamstar. Also es klang alles sehr interessant, ziemlich bunt durchgemischt, kann man so schön sagen. Ja, ich weiß es auch nicht, das waren einfach crazy Sorten und ich würde sagen, wir probieren die jetzt einfach mal. Und Leute, jetzt bitte kein Judgen hier oder sagen, oh mein Gott, das Kind isst nichts, ich esse genug. Nur ich habe am Abend einfach keinen Hunger mehr und deswegen ist es auch voll okay. So, jetzt darf ich es noch nicht ausschütten. So, mein Quitten-Essig. So. Sehr interessant tatsächlich. Ich kann nicht ganz genau so sagen, wonach es schmeckt. Aber es ist auf jeden Fall, man schmeckt es, also es ist wie so eine Apfelfrucht. Das ist jetzt das Kakao. Ein bisschen was vom Brot rein. So. Schmeckt tatsächlich sehr komisch. Also einfach, weil dass meine Geschmackssinne überhaupt nicht gewöhnt sind. Der schokoladige Geschmack, aber mit Essig verbunden. Ich glaube, ich brauche einfach noch ein Stück. Ich muss das nochmal probieren. Es schmeckt echt wie ein Schokoladendressing. Das ist echt verrückt. Aber lecker. So, auf das nächste bin ich jetzt schon irrsinnig gespannt. Und zwar, das ist dieses Johannisbeeren-Essig-Dressing. Das ist dieses Halloween-Dressing, nein, Spaß. Aber ich bin gespannt, wie das jetzt schmeckt. Also, schmeckt ein bisschen wie Traubensaft. Das ist ein bisschen dickflüssiger.
Das schmeckt einfach echt nur nach Mango, so richtig schön süß-sauer. Das gibt einem nochmal voll die Sommer-Vibes zurück. Einfach so dieses Süße von der Mango und dann so ein Zwischenstrich mit dem Essig, das ist schon sehr lecker. Für mich geht es jetzt unter die Dusche, weil ich habe jetzt gegessen, jetzt kann es noch ein schönes bisschen verarbeiten und ich mag es am liebsten nach der Schule einfach duschen zu gehen und am Abend, weil dann kann ich mir in der Früh ein bisschen Zeit sparen und kann dann morgen länger schlafen, aber dafür muss ich jetzt noch ein bisschen länger wach bleiben, weil wenn ich jetzt duschen gehe, dann muss ich mir noch meine Haare schön machen, weil wenn ich die über Nacht Luft trocknen lasse, Leute, das wollt ihr nicht sehen, weil ich habe so ein Zwischending zwischen Locken und glatten Haaren. Also eigentlich habe ich, wenn ich föhne, glatte Haare, aber wenn ich sie am Meer Luft trocknen lasse, habe ich solche Locken. Und deswegen wissen meine Haare selber nie ganz, wo sie hin sollen. Deswegen föhne ich sie einfach am Abend immer noch davor. Also jetzt erstmal duschen. So, meine Lieben, ich glaube, von diesem Winkel habe ich noch nie in den ganzen Jahren, wo ich YouTube mache, ein einziges Mal gefilmt. Egal, jetzt ist es Zeit. Ich war jetzt gerade schon duschen. Ich habe mich hier in das hübscheste Nachthemd, was ich gefunden habe, für euch natürlich reingeworfen. Nein, Spaß, Leute. Please, kein Judge. Aber in dieser Übergangszeit bin ich immer ein bisschen verzweifelt, weil für eine lange Hose ist es zu heiß. Deswegen ziehe ich gerne einfach nur so T-Shirts an und drunter eine kurze Hose, dass es einfach so ein bisschen Freedom ist. Also auf jeden Fall habe ich hier jetzt meine Haare gerade nass gemacht. Und so schaue ich dann noch aus. By the way, das sind immer meine Handtücher zum Duschen, weil das ist das Beste für die Haare. Aus dem Grund, weil das hat eine Mikrofaserseite. Also die Ilias Welt Handtücher haben wir uns alle eine Mikrofaserseite und eine normale Handtuchseite. Und dieses Mikrofaser ist super gut für die Haare und in denen lasse ich das auch immer trocknen. So, und jetzt wird erstmal durchgebürstet. Das Mikrofaser ist deswegen so gut, weil es raut die Haare halt nicht. Wie kann ich das erklären? Bei einem normalen Handtuch, wenn du, man darf halt sowieso überhaupt gar nicht so machen mit den Haaren bei einem Handtuch. Aber bei einem Mikrofaserhandtuch, das ist einfach ganz sanft zu den Haaren. Und das ist auch, das ist gegen Frizz. Wisst ihr, was ich meine? Das hat einfach so viele Vorteile. Also unser ganzes Badezimmer ist voll mit diesen Handtüchern von allen Saisonen. Saisonen. So, jetzt habe ich es. Und weil ja jetzt ein bisschen Spooky Season ist, habe ich mir Halloween-Handtuch geholt. So, und wenn ich meine Haare ein bisschen gebürstet habe, dann schauen die so aus. Ich sag ja, schaut euch die an. Ich habe die gerade glatt gebürstet und die kriegen da schon wieder solche kleinen Wellchen. Ich mache mir erstmal einen Mittelscheitel. By the way, ich will euch jetzt ein bisschen meine Hair Care unter Anführungszeichen sagen, die ich derzeit habe. Das ändert sich ja alles bei mir sowieso die ganze Zeit. Kommt drauf an, was im Badezimmer steht. Und dann habe ich in so einer Box bekommen, so ein Coconut Cuddle Hair Cream with Coconut Oil, Quinoa and Green Walnut. Das ist das gute Ding. Das ist so wie ein Handbalsam, nur für die Haare. Und davon verwende ich echt nur so viel. Das gebe ich mir so in die Haare rein. Das ist einfach so ein Care. Und normalerweise, wenn ich sie jetzt Luft trocknen lassen würde, würde ich sie eigentlich kneten, dass sie lockig werden oder so ein bisschen wellig, seht ihr das? Aber nachdem ich sie jetzt glatt föhnen werde, mache ich es mir einfach nur so runter. Hoppala. So, und das lasse ich jetzt einfach ein bisschen einwirken, weil man darf nicht zu viele Produkte hintereinander auf die Haare tun. Ich habe eh nicht mehr viel. Also, nochmal durchfrisieren. Und jetzt erstmal kurz ein bisschen warten. So, Leute, und weil es jetzt gerade sowieso einwirken muss, mache ich einfach nebenbei was für die Schule. Weil ich habe jetzt demnächst noch einen Geschichtstest, den ich bestehen muss. Derzeit lernen wir in Geschichte über den Ersten Weltkrieg. Wir sind mit unserem Stoff extrem hinterher, wegen Corona und dann 500 Mal hat irgendein Lehrer gefehlt und es war urlange keiner bei uns da, weil es halt in der Corona-Pandemie sowieso zu wenig Lehrer gab. Eigentlich interessiere ich mich schon für den Ersten Weltkrieg, aber ich glaube, der Zweite Weltkrieg ist halt unter Anführungszeichen noch aktueller für unsere Zeit. Deswegen fand ich den eigentlich so ein bisschen interessanter. Geschichte halt ist Allgemeinwissen, Leute, muss man können. Etwas, was man beim Ersten Weltkrieg oder generell in Geschichte einfach, was mir jetzt halt eben
aufgefallen ist dabei, was man halt unbedingt braucht, ist der Zusammenhang. Der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Sachen, Leute. Wenn man den nämlich nicht hat, dann kann man nicht lernen. Das gilt aber auch für alle Fächer. Das gilt für Mathe, Deutsch, Englisch, für alles. Also für Deutsch ist vielleicht nicht ganz, wie man die Zusammenhänge halt... Weil in Deutsch ist sowieso alles aneinandergegangen. Aber so versteht ihr, was ich meine? Weil wenn man jetzt nicht weiß, wer wen angegriffen hat beim Ersten Weltkrieg, kommt man komplett durcheinander. Ich werde euch jetzt einfach alles vorsagen, was ich mal soweit weiß. Fangen wir mal an. Serbien hat auch Verbündete, und zwar Russland und Frankreich. Das ist die Entente, geschrieben Entente. Die heißt Entente. Das hat unsere Geschichtslehrerin ganz oft wiederholt. Entente. Wurde halt ein Ultimatum gestellt, das ist eine Frist sozusagen. Und das fanden die nicht okay. Und deswegen hat Österreich-Ungarn den Krieg erklärt, also Serbien. Dann gab es auch noch danach den Schlieferplan. Und dann gab es auch noch den Blankoscheck. Genau, und das war der Erste Weltkrieg jetzt mal so schnell zusammengefasst für euch. Jetzt geht's mal weiter mit meinen Haaren. Und zwar danach verwende ich, weil ich ja doch durchs Föhnen und einfach generell, meine Haarstruktur ist einfach so, dass ich ein bisschen Frizz habe. Deswegen verwende ich von diesem Got to be diese Schmusekatze. Ich glaube, ich hatte irgendwas, was so ähnlich roch als Kind früher, weil immer, wenn ich das riecht wie meine Kindheit. Da verwende ich einfach einen Pump. Und dann gibt man sich das so auf die Hände und dann nimmt man sich die Haare und massiert das halt wieder so ein bisschen ein, auch von unten und überall, wo halt Hitze hinkommt. Leute, falls was falsch ist, ich nehme gerne Empfehlungen an. Ich bin kein Profi, ich mache das nicht beruflich. Und dann geht's nochmal ans Wiederholen vom Ersten Weltkrieg. So, machen wir weiter. Also, Erster Weltkrieg. Es gab Österreich-Ungarn und da war eben ein Attentat. Gut, in der Zeit, wo meine Haare ein bisschen trockener geworden sind und das eingewirkt ist, habe ich ein bisschen wieder gelernt. So, jetzt kommt noch der letzte Step, bevor es dann endlich ans Föhnen geht. Und zwar, Leute, ich sage euch echt, gut mit seinen Haaren umgehen, das ist alles. Das ist so, ich weiß nicht eigentlich ganz genau, was es ist, aber es macht meine Haare einfach super weich und super schön. Ja, das ist das hier. Immer ein bisschen auf meine Haarbürste drauf. So. Und dann frisiere ich mir das so ein. Zum Ersten Weg gibt es noch zu sagen, es gab so ein paar wichtige Schlachten. Zum Beispiel die Schlacht an der Somme und Verdun. So, Leute, jetzt habe ich hier noch mehr Geschichte gelernt. Ich hoffe, dieser Test wird was für mich. So, jetzt nochmal alles schon durchfrisieren und jetzt kommen wir auch schon auf den Part, auf den wir alle gewartet haben, und zwar meine Haare frisieren, meine Haare föhnen, meine ich, sorry. Da mache ich es einmal so, dass ich die Haare halt einfach abteile. Es muss jetzt nicht wunderschön aussehen, aber genau so, dass ich einfach unterteilt meine Haare föhne, weil das ist... viel besser, finde ich, und viel genauer, als wenn ich einfach so grob drüber föhne. Und dann teile ich die in der Mitte einfach so nach Gefühl, einfach in der Mitte. Und dann verwende ich diesen Hitzeschutz. Und ich gebe den nicht so in die Haare, sondern ich mache mir das immer auf die Hände. So. Ich mache das so und dann gebe ich es so auf die Haare. Fragt mich nicht, warum, ich mache das mehr. Ich habe das Gefühl, das hilft viel besser, als wenn ich da 500 Mal über die ganzen Haare drüber sprühe. Fangen wir an. Ich habe hier so eine tolle Bürste. Und die kann sich drehen. In beide Richtungen. Und jetzt zeige ich euch einfach, dass ich kann es nicht erklären, weil die Bürste halt ein bisschen laut ist. Aber schaut mir einfach zu. Und ja. So, und das ist eben genau dieser Schwung, den ich in meinen Haaren so liebe. Dieses Ende. Deswegen fühle ich die. Genau. Und das mache ich jetzt einfach noch mit meinen ganzen restlichen Haaren. Thank you.
das ist das Ergebnis von meinen unteren Haaren jetzt. Und jetzt kommen nur noch meine Stirnfransen an, die ich hier so schön hier reingemacht habe. Da ist es wichtig, dass man halt eben von beiden Seiten föhnt, dass man einen guten Schwung reinkriegt. Das heißt also einmal so und aber auch, dass man von oben einmal so macht. Und jetzt von oben. Und dann... Boom. Habt ihr Stirnfransen? Die schauen ein bisschen crazy aus heute. Vor allem von der Seite bin ich hier gespannt. Ja, bin ein bisschen Einhorn. Aber die legen sich dann sowieso noch und über die Nacht verlieren die auch sowieso noch an Volume. Aber nur, dass sie halt mal wissen, wie sie eigentlich sein sollten. Und jetzt, meine lieben Leute, sind meine Haare fertig. Ich zeige euch jetzt nochmal meine Haare einmal ganz. Das sind sie von der Seite. Das sind sie von hinten. Und das sind sie von der anderen Seite. Ich hoffe, sie sehen schon gut aus. Und falls sie einen Knick drin haben, Leute, den mache ich morgen raus. Kommst du da rauf? Kommst zu mir, mein Tiger. Sagst du mit mir gute Nacht? Gute Nacht, meine Lieben. Wir drei, da ist noch wer, gehen jetzt schlafen. Und wir wollten euch noch was Cooles zeigen, und zwar unsere neuen coolen Erdbeerpolster. Und zwar, ihr kennt bestimmt alle noch das Video, wo die Arwen und ich die Challenge gemacht haben, wer kann besser eine zeichnen. Und das ist ja dabei rausgekommen. Einmal eine rote mit grünen, wie nennt man das eigentlich? Blättern. Ich sage jetzt Blätter dazu. Und meine, eine pinke mit blauen Blättern. Oder war es umgekehrt? Nee, ich war die pinke. Ganz sicher war ich die pinke. Hallo Schatzi, nicht mit Armband auffassen. Genau, und die gibt es jetzt neu bei uns im Shop. Also wenn ihr auch gerne ein bisschen was aufpäppeln wollt in eurem Bettchen, dann holt euch solche Pölster. Und wir gehen jetzt schlafen. Gute Nacht, Papa. Mein Baby, kommst du zu mir? Kuscheln? Ich liebe dich so sehr. Willst du mal laufen?